Ich glaube, dass die Kritik bis zu einem bestimmten Punkt gerechtfertigt ist, vor allem in der Figur und in der Rolle des Landeskommandanten. Aber was da in der Zwischenzeit entstanden ist und wenn man die Diskussionen auch in den Internetforen in den letzten Tagen verfolgt hat, dann ist hier eine Empörungswelle gestartet, die ich glaube, nicht mehr mit dem Video selbst zu tun hat, sondern in eine andere Richtung geht. Aber vielleicht haben wir da auch noch die Gelegenheit dazu. Ich möchte zuvor noch etwas zum Gesamteindruck des Videos sagen. Und wie Sie es richtig gesagt haben, es gibt ja vergleichbare Raps. Und der Landeskommandant und jeder kannte den Landeskommandanten dort und auch die Schützen haben ja bewusst auch einen Landeskommandanten gewählt, der auch unkonventionelle Wege geht. Und ich glaube, Tradition und Moderne zu verbinden, das ist ein wichtiges Element. Das brauchen wir auch, das braucht auch unser Brauchtum. Und man hat sich bewusst auch für eine Person entschieden, die eben auch hier proaktiv wird. Hier bei diesem Rap, der gemacht worden ist, war sicher der Hintergrund, so wie es auch angekündigt ist, etwas Neues zu machen, etwas Gewagtes und wie er selbst gesagt hat, ja auch durchaus Provokantes. Und ich muss ehrlich sagen, für mich hätte der Landeskommandant auch das Potsdamer Bergsteiger rappen können. Mir gefällt die Rapmusik und Hip-Hop nicht, hat mich noch nie erreichen können. Deswegen bin ich rein musikalisch schon raus und in der Vorbereitung hier auf diese Sendung, auch um sich mit den Rap-Inhalten auseinanderzusetzen, habe ich auch festgestellt, wie in der Rap-Musik dort auch ein Frauenbilder gezeichnet werden. Da ist ja dieser Text, von dem wir hier sprechen, also den der Wirt Anderlein veröffentlicht hat, ein Kindergeburtstag zum Vergleich zu vergleichbaren Raps, die auch in Südtirol in den Radiosendern gespielt werden. Da habe ich noch nie einen Aufschrei gehört. Das entschuldigt nicht, dass die Rolle des Landeskommandanten eine andere. Sie haben es jetzt angesprochen, hier genau, eine andere worauf ich eingehen möchte, und zwar die Frage, darf denn ein Landeskommandant der Schützen einen solchen Rap im Keller sitzend, rauchend, Wein trinkend machen? Genau, ich glaube, in Schützenkreisen ist wirklich auch dieser Gesamteindruck, der durch dieses Video vermittelt worden ist, auch wenn es der Landeskommandant als künstlerisches Element darstellen wollte. Er ist nun mal kein Künstler und nicht Sido. Er bleibt für uns alle, sei es für die Schützen als auch in der Außenwirkung für die Bevölkerung der Landeskommandant. Und ich glaube, es ist ein Unterschied, ob dieses Video jetzt ein junger Schütze gemacht hätte oder eben der Landeskommandant. Und ich glaube, dass hier einfach auch, dass er übers Ziel hinausgeschossen hat. Und wenn man vielleicht das mit der Bundesleitung besprochen hätte, dass da vielleicht eine andere Version gekommen wäre, ein anderes Bild. Oder zumindest hätte man klar gesagt, was die Botschaft dieses des Rap-Videos ist. Denn das Problem dabei ist ja auch beim Text, man kann sehr viel hineininterpretieren, egal aus welcher Warte man das sieht. Also da gibt es Leute, die sagen, so schlimm ist doch die Kernaussage nicht von einem und andere natürlich auch durchaus auch Schützen und Magdentrin, die natürlich das Gegenteil hier sind. Wo ich natürlich recht gebe, und das sage ich, habe ich auch dem Landeskommandanten selber gesagt. Ich habe mit ihm am Sonntag ein längeres Gespräch auch geführt. Ich habe ihn angerufen. Ich kann nur zu dieser Petition, und ich verstehe jeden, der hier, wie gesagt, Frauenfeindlichkeit ist für mich als Mann, wenn ich mir den Text durchlese, wäre das Letzte gewesen. Ich habe aber bewusst mit sehr vielen Frauen gesprochen. Manche sagen sehr wohl, ja, ich erkenne das, wenn ich das Bild in Kombination sehe. Andere wiederum stören sich nicht daran. Und Frau Oberhammer, ich bin voll bei Ihnen, wenn Sie für die gleichen Löhne für Mann und Frau sich einsetzen. Da haben Sie einen Mitstreiter, da brauchen Sie mich zum Beispiel auch gar nicht erinnern. Das ist für mich selbstverständlich, nicht bei allen in diesem Land, besonders nicht bei allen Verantwortungsträgern. Aber mit dieser Petition, da haben Sie sich und auch Ihrer Institution, Sie sind ja keine Privatperson, sondern eben Präsidentin auch des Beirates, keinen Gefallen getan. Sie haben hier bewusst eine falsche Aussage in die Petition geschrieben. Und welche Aussage wäre das? Also hier wird unterstellt in der Petition, im Text hätte man die Frauen als Prostituierte, als Hure bezeichnet. Und im Text steht ganz klar, das Land wurde behandelt. Also man kann sich dann am Begriff der Prostituierten stören, aber hier wurde ein völlig überzogenes Bild dargestellt. Sie haben hier bewusst falsch irgendwo die Argumentation aufgezogen. Ich muss hier direkt zitieren. Sie haben, wie gesagt, die Frauen, also der Landeskommandant, und Sie in der Titelzeile schreiben Sie ja Mann der
es reicht. Also alle Schützen unter in Generalverdacht und schreiben dann, durch dieses Video habe der Südtiroler Schützenbund den Frauenhass alltäglich gemacht. Sie bringen dann das Mordopfer, den Frauenmord kürzlich in Trient, den ein Schwarzafrikaner begangen hat, den bringen sie dann, diesen fürchterlichen Frauenmord, und schreiben dann, dieses Video zeugt von fehlendem Respekt gegenüber den Frauen, die Opfer von Gewalt wurden. Und ich bin bei jeder Petition dabei, die gegen Opfer, also gegen Frauenmorde oder Gewaltopfer, aber hier auch noch als Rechtsanwältin, bewusst den Text so umzudeuten, beziehungsweise so zu schreiben, also das geht nicht, das ist skandalös, das ist wirklich der Hammer auch an der Petition. Dann gehen wir mal. Ja, ich glaube, eines ist die derbe Ausdrucksweise, die mir auch nicht gefällt, aber dass man diesen Begriff bewusst falsch verwendet und dieses überspitzte Bild zeigt, das ist auch ein Verrat an jene, die hier die Unterschrift gesetzt haben, denn wenn ich eine Petition einer öffentlichen Einrichtung unterzeichne, dann gehe ich davon aus, dass das, was dort geschrieben ist, auch der Wahrheit entspricht. Und hier haben sie sich wirklich disqualifiziert. Der Landeskommandant hat sich auch in meinen Augen irgendwo disqualifiziert, weil er einfach die Würde seines Amtes hier auch, er war sich nicht bewusst, dass er eben auch als Landeskommandant immer in seiner Rolle gesehen wird und eben nicht diese künstlerische Freiheit genießt, die Künstler genießen. Und wenn wir uns die Musik und nicht nur Rap, sondern da können Sie bei den ganzen Volksmusik- und Schlagersängern anfangen. Wenn diese zwei Szenen, wo Frauen eingeblendet worden sind, dann müssen Sie mit der gleichen Konsequenz auch diese Videos, alle vom Hansi Hinterseher bis weiß Gott was, genauso mit der Frauenfeindlichkeit dann die Morde hineinbringen und dann die Unterschrift verlangen. Und dasselbe auch bei Leuten des öffentlichen Lebens in Südtirol. Wir hatten eine kleine Sexismusdebatte vor einigen Monaten im Südtiroler Landtag, wenn Sie sich erinnern können. Da haben Kollegen von mir im Landtag und mit denen Sie auf der SVP-Liste kandidiert haben vor 2 Jahren, auch frauenfeindliche und abwertende Sprüche getätigt. Da kam keine Petition, da kam gar nichts. Ich möchte da einfach, dass man es mit gleichem Maß behandelt. Darüber können wir noch sprechen. Das heißt nicht, dass es gut oder schlecht ist, sondern einfach auch hier eine gerechte Behandlung auch von den einzelnen Akteuren. Gut, dazu, wir sprechen gleich darüber noch weiter. Ich möchte meine Frage wiederholen. Also, welches Frauenbild, nehmen wir diese Begrifflichkeit dieser billigen Hure her, welches Frauenbild vermittelt denn? Ich kann es Ihnen nur aus meiner Erfahrung sagen, als ehemaliger Hauptmann einer Schützenkompanie und als Bezirksmajor, bei uns sind die Mitglieder, also Schützen und Marketenderinnen sowie Jungschützen, gleichwertige Mitglieder im Gegensatz zu anderen Verbänden, wo die Marketenderinnen zum Beispiel kein Stimmrecht haben und solche Sachen. Das gibt es bei uns nicht, was natürlich vorgegeben ist aus der Tradition heraus. Das ist die Form, die Form, wie wir auftreten, wie wir marschieren. Da ist es klar, dass die Marketenderinnen mit dem Hauptmann in einer Reihe vorne gehen. Genauso ist es klar, dass wir nur einen Fähnrich haben und nicht 20 Fahnen tragen. Das kommt von dem her. Aber ich muss hier wirklich auch eine Lanze für die 700 Frauen brechen, die im Südtiroler Schützenbund aktiv sind, die ehrenamtlich aktiv sind, die ganz oft genau jene sind, die auch die Kompanien zusammenhalten, die in den Kommandantschaften aktiv mitarbeiten. Wir haben zum Beispiel, ich glaube, es ist in unserem Bezirk, war der erste Bezirk, wo nicht nur Referentinnen in Form von Jungschützenbetreuerinnen, sondern auch gewählte Beiräte Frauen sind. Gut. Eines ist, wenn Sie jetzt das Rauchen ansprechen oder das Glas Wein, das ja im privaten Umfeld überhaupt kein Thema ist, aber es ist ein Unterschied, ob man es eben in ein offizielles Video verpackt. Und wie gesagt, die künstlerische Freiheit trifft hier nicht wirklich, weil es immer der Landeskommandant bleibt und eben dieser Eindruck draußen auch vermittelt wird, in Kombination auch Text und Bild. Und ich glaube, dieser Gesamteindruck ist nicht jeder. Aber wie geht es den Schützen dann? Ich habe es nur so weit mitbekommen, ich bin ja nicht aktiv in der Bundesleitung, dass man jetzt natürlich auch die einzelnen Gremien einberuft und hier sich auch
und hier auch weiterarbeitet. Eins bin ich überzeugt, der Schützenbund ist gut aufgestellt, hat starke Kompanien, hat über die Bezirke und die Bundesleitung auch ein ganz klares Prozedere, das jetzt der Vize-Landeskommandant inzwischen weitermacht. Und ich muss auch sagen, mit diesem Rücktritt, den der Landeskommandant gemacht hat, aus eigenen Schritten, er wurde ja nicht abgewählt, er hat ja selbst gesagt, er tritt zurück. Er hat somit auch Verantwortung übernommen für dieses Video, das er ja in eigener Regie auch gemacht hat und hat es eben wieder mitgenommen sozusagen.